Herzlich willkommen zu meinem PvE Tank Guide in Throne of Liberty. In diesem Video behandeln wir die Waffenkombination Schwert-Schild, auch genannt SNS, und das Großschwert. Auf diese Dinge solltet ihr unbedingt als Tank achten. In diesem Video speziell behandeln wir die Single-Target-Variante vom Tank im PvE. Das bedeutet also, jedes Mal, wann immer ihr einen Boss bekämpft, ist meistens mal nur ein Gegner, solltet ihr unbedingt diese Kombination fahren. Ich bin aber auch gerne lernbereit. Wenn ihr also irgendwelche anderen Vorschläge habt, wie ihr anders kombon würdet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber das ist meine Variante, wie ich den Tank seit Wochen auf dem koreanischen Server spiele, und ich wollte meine Erfahrung mit euch teilen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr im AOE grinden könnt mit dem Tank, und er ist wirklich ein sehr, sehr schöner und leichter AOE-Grinder, dann checkt das Video unten in der Beschreibung ab. Dort habe ich nämlich ebenfalls einen Guide gemacht zum Thema AOE-Grinding, wenn man halt keine Bosse bekämpft, sondern eher Scharen von Monstern. Bevor ich euch in die Skill-Rotation einführe, schaut euch einmal ganz kurz hier die Skills ab. Hier seht ihr, habe ich den Schwert-Schild-Block genommen. Das sind die aktiven Fähigkeiten und das hier sind die passiven Fähigkeiten. Die Skill-Spezialisierung zum Schwert-Schild könnt ihr euch hier abgucken und hier könnt ihr euch die Mastery vom Großschwert abgucken. Es wurde Kritik ausgeübt zu meinem letzten DD-Grinder-Guide, und zwar zum Thema Armbrüste mit Dolche. Deswegen heute die Verbesserung. Hier seht ihr auch nochmal einmal die Mastery, für die ich mich entschieden habe. Wir gehen also beim Schwertschild auf den unteren Pfad bis nach unten, bis durch zum 10. Skillpunkt. Und danach setzen wir 6 Punkte ganz nach oben, um die Shield-Block-Chance hier mitzunehmen. Schaut euch also ebenfalls das hier ab. Als Tank spielt ihr immer mit Schwertschild, deswegen zählt auch hier immer nur die Mastery von Schwertschild. Dementsprechend ist die Mastery vom Großschwert komplett egal. Und eine weitere Kritik in meinem letzten PvE-Guide zu einer Klasse zum X-Bow-Dagger-Charakter wurde ausgeübt. Und zwar wolltet ihr ebenfalls die Attributverteilung sehen. Auch diesem Wunsch komme ich sehr gerne nach. Also für den Tank mit Schwertschild und Großschwert. Ihr verteilt 60 auf Strength, 40 auf Dexterity und möglichst 40 auf Perception. Meine Skillleiste habe ich für mich angepasst. Ihr könnt sie natürlich so anpassen, wie ihr es möchtet. Ich werde euch aber einmal die Reihenfolge nennen, wie ihr hier zu kombon habt. Und danach könnt ihr es so gestalten, wie es euch lieb ist. Ich zeige euch nun die Skill-Rotation und anschließend erkläre ich euch, wieso ich es in dieser Reihenfolge machen würde. Wir beginnen mit Provokation. Anschließend nutzen wir unsere E, also Da Vinci's Courage. Dann mein R, Starboard Bastion. Dann folgt Counter Barrier. Anschließend fangen wir hier von links nach rechts an, wie ein Buch. Wir lesen von links nach rechts. Shield Throw into a Shot at Victory into Shield Strike into Stunning Blow into Will Breaker into Valiant Brawl. Und dann wieder zurück auf die 3, also auf Shield Strike. Dann nutzen wir die 7, und zwar unser Death Blow. Und danach nutzen wir einfach nur abwechselnd die 6 und die 3. Die 3 und die 6, je nachdem, was zuerst ab ist. Eure 3 und eure 6 könnt ihr mindestens zweimal komplett nutzen, bevor ihr die ganze Skill-Rotation von vorne beginnt. Bedenkt bitte aber Folgendes: Euer E, also Da Vinci's Courage, wird nur bei jeder zweiten Rotation dabei sein und eure R nur bei jeder dritten Rotation. Dementsprechend, wenn die Abklingzeiten von diesen beiden Skills noch nicht abgeklungen ist, überspringt ihr einfach diese Skills und nutzt sie erst dann in der nächsten Rotation, wo sie wieder bereit sind. Eine weitere Sache, die ihr bedenken solltet, ist, wenn Shield Throw ein zweites Mal nutzbar ist, versucht es immer dann zu nutzen, bevor ihr Shield Strike nutzt, also eure 3. Also erst möglichst 1 und dann 3. Meine lieben Damen und Herren, Sie können jetzt die Lehne eures Sitzplatzes nach hinten lehnen und die Show genießen. Ich präsentiere einmal die Skill-Rotation. Wir nutzen Provokation into E und R into Counter Barrier und dann von links nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, warten auf die 3. Nutzen die 3 into 7 Deathblow. Und jetzt alternieren wir zwischen der 3 und der 6. Je nachdem, was früher ab ist, nutzen wir halt das. Und das Ganze machen wir so lange, bis wir die 1 wieder zurück haben. Das heißt also, die 1 ist das, worauf wir am liebsten warten möchten. Das heißt also, jetzt ist es soweit, wir können die 3 noch einmal nutzen. Und nun fangen wir jetzt von vorne an. Das heißt also, Da Vinci ist auf Cooldown. Also nutzen wir Provokation, Counter Barrier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt nochmal die Shield Throw, weil wir es nochmal geprockt haben. Dann sofort die 3, wir warten danach eigentlich nicht mehr und drücken sofort die 7 für Death Blow und danach wechseln wir wieder zwischen 3 und der 6. Die Cooldown, also die Abklingzeit zwischen der 3 und der 6, variiert sehr stark, meine lieben Damen und Herren. Das liegt daran, dass das hier eine Cooldown Reduction bekommt, wann immer etwas passiert, was ich euch gleich erklären werde. Und das hier, die 6, also Valiant Brawl, ebenfalls. Das heißt also, diese werden öfter wieder verfügbar sein, als ich jetzt hier in diesem Video gezeigt habe. Dementsprechend müsst ihr da ein bisschen
variieren, ein bisschen abwandeln, aber ansonsten ist das die Skill-Rotation für euren Boss und ihr verliert nie wieder die Aggro. Ihr seid Löwen auf dem Schlachtfeld. Gucken wir uns nun mal die Skill-Rotation im Detail an. Ich wurde bereits einige Male im Stream darauf aufmerksam gemacht, dass ich Provokation falsch nutzen würde. Allerdings sage ich, dass das Bullshit ist und Provokation sollte man so früh wie möglich nutzen. Erstens, es baut Aggro auf. Zweitens, es passiert Folgendes. Ich nutze jetzt Provokation auf diese Puppe und fange nur an, Autotext zu verteilen. Dank der Passiven, die ich habe, wird nun Provokation während der gesamten Zeit, bis Provokation wieder verfügbar ist, durch die Abklingzeit, laufen und ich kann erneut Provokation refreshen. Ihr seht also 3 Sekunden, irgendwann vielleicht 2 Sekunden, irgendwann vielleicht 1 Sekunde und nun könnte ich jetzt wieder Provokation aktivieren und es wäre wieder drauf. Ich habe nur mit Autotext Provokation am Leben erhalten. Ihr könnt natürlich euch dann vorstellen, wenn ich weitere Skills nutze, dass diese das Ganze noch weiter beschleunigen und Provokation so aufrechterhalten bleibt. Dass Provokation aufrecht bleibt, haben wir der Passiven zu verdanken, und zwar Spectrum of Agony. Diese Passive erhöht die Provokation um 0,4 Sekunden pro Hit. Damit wir Fettfinger auch noch vorbeugen können, nehmen wir die Cooldown mit auf der Spezialisierung von Provokation und ebenfalls die Länge von Provokation. Als nächstes kommen wir zur Begründung, wieso ich meine E, also Da Vinci's Courage, und meine R, also Starboard Bastion, zuerst nutzen, bevor wir Counter Barrier nutzen. Counter Barrier ist ein Skill, der erstmal eure Blockchance erheblich erhöht, für 6 Sekunden. Nun, während das Schild aktiv ist und ihr dem Gegner ausweicht, den gegnerischen Angriff blockt oder aktiv blockt mit eurer Q, übt ihr einen Counter-Attack auf den Gegner. Dieser Counter-Attack zählt ebenfalls als Hit für eure Provokationspassive, das heißt also, sie verlängert auch damit eure Provokation, aber vor allem verteilt sie 250% Schaden von eurer Damage Reduction, also Schadensreduzierung. Und das ist auch der Grund, wieso wir Da Vinci's Courage vorher nutzen möchten. Da Vinci's Courage gibt uns erstmal innerhalb eines bestimmten Radiuses an mich und an meine Mitglieder Max HP, HP-Regeneration und Attack Speed. Aber zusätzlich mit der Skill-Spezialisierung 25 Damage Reduction, also Schadensreduzierung. Counter Barrier wird stärker. Und Bastion selber gibt mir und meinen Party-Membern ebenfalls mehr Damage Reduction. Also auch hier wird Counter Barrier umso stärker. Mein Gear ist noch nicht finalisiert und da gibt es noch einiges an Damage Reduction, was man rausholen könnte. Aber wenn ich jetzt mal E und R aktiviere und mir dann anschließend unter P meine Damage Reduction angucke, bin ich bei 182. Stellt euch vor, ich wäre nicht so ein Versager und hätte ein bisschen mehr Gear und hätte damit 200 Damage Reduction. Das mit 250% Damage Multiplikator multipliziert, das wären 500 Schaden, die wir dadurch an die Gegner wieder zurückverteilen. Und das jedes Mal, während wir während Counter Barry aktiv ist, ausweichen, blocken oder aktiv blocken. Da sage ich nur, that's a lot of damage. Der nächste Skill, auf den wir unser Augenmerk richten sollten, ist A Shot at Victory. Den möchten wir nochmal vorher boosten und deswegen nutzen wir vorher Shield Throw. Schildwurf selber erzeugt erstmal Aggression, das heißt für einen Tank sehr gut. Wir wollen nicht, dass andere Member in der Gruppe die Aggro vom Boss ziehen, dementsprechend erstmal sehr wichtiger Skill. Wir können das Ganze nochmal ergänzen mit weiteren Aggressionsmetern, die wir aufbauen, indem wir Aggression als Passive mitnehmen in der Skill-Spezialisierung. Und wir möchten auch gerade deshalb die zweite Nutzung mitnehmen. Zu 35% haben wir nämlich hier nochmal die Chance, Schildwurf erneut zu nutzen. Aber was wir unbedingt haben wollen bei diesem Skill ist die erhöhte Heavy Attack Chance für die nächsten 2 Sekunden. Kommen wir nun zu einem sehr, sehr krassen Skill. A Shot at Victory verursacht einen extremen Schaden, Leute. Und stellt euch dann mal vor, Heavy Attack Chance knallt durch und ihr macht euren Damage zweifach. Und als ob das noch nicht genug wäre, bufft dieser Skill für 6 Sekunden lang jeden weiteren Schwert-Schild-Skill um 20% Damage. Wir möchten die 6 Sekunden nochmal erweitern um weitere 2 Sekunden, nehmen deswegen die untere Spezialisierung mit. Und wir möchten insbesondere aus den 20% mehr Damage auf den Schwert-Schild-Skills 30% machen. Und dazu sage ich nur, no, that's a lot of damage. Der nächste Skill in der Rotation ist Shield Strike. Sieht sehr süß aus, sieht sehr unscheinbar aus, aber ich sag's euch Leute, das hier ist ein Wolf im Schafspelz. Dieser Skill hat eine sehr, sehr geringe Cooldown, verursacht sehr viel Schaden. Er reduziert die Präzision vom Gegner, er reduziert die kritische Trefferchance vom Gegner. Der Skill baut sehr viel Aggression auf, er selber sowieso durch die Spezialisierung noch mehr.
Der Skill bekommt dann noch pro 1% Blockchance Heavy Attack Chance nochmal obendrauf. Wenn Counter Barrier aktiv ist, habt ihr weit über 50% Blockchance. Und als ob das alles nicht reichen würde, der Skill hat schon eine sehr kurze Cooldown. Aber jedes Mal, wenn ihr während Counter Barrier aktiv ist und ihr einen Counter Attack ausübt, bekommt dieser Skill Abklingzeitreduzierung. Und dementsprechend kann es passieren, dass ihr diesen Skill viel früher nutzen könnt, als es eigentlich bestimmt ist. Im Großen und Ganzen könnt ihr euch vorstellen, dass es bei dieser Skill-Rotation zwei Kombos gibt. Das war jetzt hauptsächlich die Kombo auf Schwert und Schild. Und jetzt kommt das Rohschwert in Einsatz. Stunning Blow, der Opener für die zweite Kombo. Wieso wollen wir Stunning Blow hier haben? Stunning Blow hat eine Passive, und zwar Cold Warrior. Cold Warrior gibt uns, wenn wir einen Gegner schocken oder stunnen, einen Bonus auf Heavy Attack Chance und auf kritische Treffer. Eigentlich stunt dieser Skill, aber wenn das Ziel nicht stunbar ist, wie es der Fall ist bei einem Boss, wird er stattdessen geschockt. Und den Schock, den möchten wir gleich haben. Mit dieser Spezialisierung baut sogar Stunning Blow noch ein bisschen mehr Aggression auf. Anschließend wollen wir die Willenskraft vom Gegner komplett zerstören. Deswegen nutzen wir hier Willbreaker. Damit reduzieren wir nicht nur die Verteidigung, sondern durch die Spezialisierung nehmen wir dem Gegner auch noch Ausweichen weg. Und ihr müsst euch vorstellen, bei einem Raid bestehend aus 6 Personen nehmt ihr den Boss 6 Sekunden lang mit Buff Duration, vielleicht sogar 7 oder vielleicht sogar gar 8 Sekunden, seine Verteidigung weg und seine Ausweichchance weg. Und dann knallen die ganzen Mage-DDs, die Range-DDs und die Melee-DDs komplett rein. Kommen wir hier nochmal ganz kurz zu einem Skill mit einer sehr niedrigen Abklingzeit. Valiant Brawl schlägt dreimal zu. Und, liebe Leute, dieses dreimal Zuschlagen hat bei jedem Mal die Chance, Heavy Attack zu werden. Geht Valiant Brawl auf Abklingzeit und ihr macht danach während der Abklingzeit Heavy Attacks, wird die übrig gebliebene Abklingzeit von diesem Skill jedes Mal um 20% reduziert. Jetzt seht ihr auch, wieso Valiant Brawl neben Shield Strike eine hohe Chance hat, öfter wieder ab zu sein, als man eigentlich denkt. Denn durch die Heavy Attacks bekommt ihr natürlich immer wieder die Cooldown von diesem Skill reduziert. Kommen wir nun zum fast letzten Skill in der Rotation, und zwar Deathblow. Deathblow ist ein Skill, der macht wirklich sehr viel Schaden, hat eine nicht allzu hohe Cooldown und wenn der Gegner vorher geboundet, gesleept, gestunt oder geschockt ist, was er in dem Fall ist, macht er nochmal 30% Bonus Damage. Ich sehe tatsächlich jetzt schon die ganzen wütenden Großschwertspieler in den Kommentaren unten. Hey Wacker, wieso nimmst du Deathblow, wieso nicht stattdessen Guillotine Blade, macht doch mehr Schaden. Aber gehen wir mal die Mathematik vielleicht ganz kurz durch. Deathblow gibt mir alle 11,5 Sekunden 490% Damage plus 252 plus die 30% Extra Damage, weil der Gegner geschockt ist. Die 15% Cooldown Reduction durch die Spezialisierung ignorieren wir, denn Guillotine Blade hat ebenfalls 15% Cooldown Reduction. Und wenn wir uns jetzt einmal ganz kurz hier Guillotine Blade anschauen, Guillotine Blade hat 23 Sekunden Cooldown. Außerdem gibt uns Guillotine Blade 36% Damage plus 80, es sei denn, der Gegner ist schockt, also bekommen wir in dem Fall dann sogar 819% plus 104. Beide Skills sind auf Lila Level 1. Das heißt, in der gleichen Zeit können wir Deathblow zweimal aktivieren und haben dann fast 1000%. Aber die fast 1000% auf Deathblow in der gleichen Zeit sind noch nicht alles. Da kommt ja nochmal obendrauf 30% Extra Damage, den man da bei den 1000% noch nicht beachtet hat, sodass wir Damage-wise weit über den 1000% liegen in der gleichen Zeit von Guillotine Blade. Und mit diesem Wissen könnt ihr eure Combo noch ein bisschen ergänzen, und zwar könnt ihr noch einmal Deathblow aktivieren, auch wenn vorher der Schock von Stunning Blow abgelaufen ist, solltet ihr den trotzdem noch ein weiteres Mal nutzen, bevor ihr die ganze Combo von vorne beginnt, damit dieses Argument auch überhaupt wirksam wird. Wenn ihr weniger Button Smash wollt, könnt ihr aber auch sehr gerne Deathblow durch Guillotine Blade eintauschen und euer DPS sollte sich dadurch nicht ganz zu sehr ändern. Ein Skill habe ich euch noch nicht vorgestellt, aber den solltet ihr ebenfalls immer auf Cooldown nutzen, und zwar Immortal Pride. Immortal Pride ist ein Emergency Skill, mit dem könnt ihr euch also aus der Schlinge retten, aber wenn die Gruppe bombenfest sitzt, euer Heiler einen guten Job macht, dann könnt ihr ihn einfach für mehr Damage nutzen, denn dieser Skill gibt euch erstmal mehr Max HP und mehr aktuelles Leben um 20%. Das Ganze wird nochmal unterstützt durch ein bisschen mehr Defense und ein bisschen mehr HP-Regeneration in der Zeit, wo das Ding aktiv ist. Und damit kommen wir zum Grund, wieso Max HP so ein wichtiger Stat in diesem Bild ist. Dafür schauen wir uns die Passive vom Großschwert an, Vital Force. Für jede 100 Max HP, die ihr stackt, erhöht diese passive Vital Force eure Präzision, euren Skill Damage Boost und auch eure Stun Chance. Wobei letzteres in dieser Situation nicht so wichtig ist. Sollte eure Gruppe dem Untergang geweiht sein, euer Heiler keinen guten Job macht, dann braucht ihr natürlich den Skill erst, wenn ihr ihn auch wirklich benötigt. Denn er ist wie gesagt ein Emergency Skill. Ihr könnt euch damit aus der Schlinge retten. Und damit solltet ihr vielleicht eher carryen. Aber sollte die Gruppe bombenfest sein,
nutzt ihn auf Cooldown. Gehen wir fix noch die letzten vier Passiven durch, die sind aber eher selbsterklärend. Ihr bekommt durch Aegis Shield mehr Verteidigung für jedes Prozent Shieldblock-Chance. Impenetrable gibt euch mehr Verteidigung, je mehr Gegner um euch herum stehen. Beim Boss ist es halt die Kleinstmenge, aber egal, nehmen wir mit. Robust Constitution gibt euch mehr HP-Regeneration plus mehr Max-HP, wollen wir stacken. Victus Morale gibt euch für jeden Hit mehr HP und mehr Mana. Und mit der letzten Passive Indomitable Armor habt ihr eine gewisse Chance, eure Verteidigung zu erhöhen. Und das stackt auch, aber wir sagen danke für die erhöhte Verteidigung. Die letzte Passive ist natürlich sehr stark vom Boss abhängig. Hat der Boss viel Attack Speed, nimmt man eher den mit. Hat der Boss wenig Attack Speed, nimmt man vielleicht eine andere Passive mit. Wenn ihr eher Mana-Probleme habt, könnt ihr diese Passive ebenfalls durch Resilient Mind eintauschen. Dadurch bekommt ihr mehr Mana jedes Mal, wenn ihr einen Treffer Schild blockt. Kommen wir damit zum Abschlussfazit zum Tank, der auf Schwert-Schild und Großschwert basiert. Wieso solltet ihr euch im PvE auf diese Klasse fokussieren? Erstens, es ist eine Nischenklasse. Die meisten Spieler spielen DDs. Danach würde ich sagen, kommen die Tanks und dann zum Schluss die Healer. Die Healer habe ich persönlich in Korea am wenigsten gesehen. Aber das Schöne allgemein am Tank ist, dass wenn ihr erstmal das Gear habt, könnt ihr statt als Tank auch als DD mitgehen. Dementsprechend deckt ihr zwei mögliche Quellen ab. Wenn eher ein DD gebraucht wird, geht ihr als DD mit. Wenn ein Tank gebraucht wird, geht ihr eher als Tank mit. Der Grund, wieso ihr als Zweithand das Großschwert mitnehmen möchtet, sind die beiden Passiven, die euch mehr Max-HP geben und das Ding, was euch pro 100 Max-HP mehr Präzision und mehr Skill-Damage-Boost gibt. Das heißt also, als Tank wollt ihr tankiger sein, deckt deshalb Max-HP, aber gleichzeitig, indem ihr auf Max-HP geht, bekommt ihr Skill-Damage-Boost dazu. Noch dazu kommt, dass ihr dann auch keine Präzisionsprobleme habt, weil ihr auch Präzision damit stackt. Es gibt auch natürlich Abwandlungen vom Tank. Ihr könnt als Zweitwaffe auch statt einem Großschwert einen Einhandstab mit Buch nutzen. Dadurch geht ihr dann eher in die Richtung eines Paladins. Müsst dafür nicht so viel Max-HP stacken, um genauso tanky zu sein, denn ihr könnt euch selber und auch die Gruppe zusätzlich heilen. Wenn euer Gear schon wirklich sehr weit ist, könnt ihr als Paladin auch überlegen, ob ihr als Heiler mitgehen möchtet. Das heißt also, ihr deckt dadurch drei Quellen ab. Aber als Paladin-Tank muss man auch dazu sagen, dass ihr weniger Damage macht. Dementsprechend fällt eher die DD-Quelle ab. Vielleicht schaut ihr euch noch das Video unten in der Beschreibung an zum AOE-Grinden mit Schwertschild und Zweihandschwert. Und da werdet ihr erkennen, dass dieses Bild auch im AOE-Grind sehr stark ist und den herkömmlichen DD-Grindern in nichts nachsteht. Mit dieser Kombination könnt ihr sehr früh im Spiel sehr viel Solo machen und seid weniger angewiesen auf andere Spieler. Dank eurer Tankiness und dem Fakt, dass ihr trotzdem sehr viel Schaden austeilt, sowohl im AOE als auch im Single-Target, könnt ihr sehr früh im Spiel viele Dinge solo absolvieren. Solltet ihr noch weitere Fragen haben zu dieser Klasse, scheut euch nicht, eure Fragen unten in der Kommentarsektion zu stellen. Ihr könnt mich aber auch sehr gerne auf twitch.tv/wakayashi besuchen und dort direkt im Livestream eure Fragen loswerden oder Teil einer bombastischen, Sujuk-liebenden Community werden. Ich begrüße euch sehr gerne mit offenen Armen in meinem Livestream. Welche Klasse möchtet ihr sonst noch so als Guide haben, schreibt es ebenfalls unten in die Kommentarsektion. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Follow freuen. Das würde mich sehr motivieren, weiterzumachen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in Throne and Liberty.